Währenddessen trifft Gerald Schrick ein. Er hat ein Spielzeug dabei, das wahre Superkräfte entwickeln kann. Zack, Superkräfte am Ende. Sag mal, das ist ja ein unglaubliches Stück. Da habe ich ja schon so einen Spaß dran, da wäre ich jetzt schon ganz gerne Händler, ne? Wo kriegt man denn so weit her? Tja, da muss man lange suchen. Aber ja, denke ich mir. Ich habe es gefunden auf der Veterama 2007. Veterama, eine der größten Oldtimer-Messen in Deutschland. Richtig. Genau. Kriegst du alles und alles und alles. Ja. Muss ja uralt sein. Komplett aus Blech mit dem schönen Berg drin. Oliver, das kostet ein Vermögen. Können wir gleich mal probieren, den Preis zu ermitteln. Müssten das ganze gute Stück vielleicht mal umdrehen. Ja, pass auf, wenn ich aber loslasse, läuft. Ja. So, genau. Da kennen wir dann leider, dass das doch nicht so alt ist, weil wir so ein kleines Plastikstückchen da haben. Ja. Und Plastik zu der Zeit, denke ich mal, 50er, 60er, natürlich schon, aber halt nicht für so Blechspielzeug. Da wurde ja dann wirklich nur Blech benutzt. Ja. Mhm. Das deutet dann eher schon darauf hin, dass es so eine Art Deko ist. Ja. Mhm. Und wenn wir dann natürlich den Superman sehen, der müsste ja dann eigentlich vielleicht auch aus Blech sein, aus zwei Teilen zusammengelötet. Stimmt, der ist aus Plastik. Ja, das ist aus Plastik. Mhm. Was hast du bezahlt dafür? 10 Euro vielleicht. Für 10 Euro? Ja, so. Ja gut, da hat er aber auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Nee. Warum willst du das wegtun? Weißt du, das ist ja so hübsch, das Ding. Das ja, eigentlich ja, ne? Aber wir haben jetzt ein ähnliches Spielzeug, was auch solche schöne Musik macht, aber mehr für unser zukünftiges Kind gedacht ist. Und ach, du bist Papa? Ja, ja, bald. Ach, sag mal, du hast die Haare schon relativ weit hinten, ganz jung bist du nicht mehr. Ein später Papa. Ein später Papa. Das sind ja meistens dann die glücklichsten Papas. Ja, wie genau. Alt bist du, darf ich fragen? Ich werde 50 im Dezember. Respekt. Ja, komm, Oliver, jetzt sag mal, was könnte das denn wert sein? Weil auch so Dekostücke, jetzt fährt die Lok wieder, weiß ich, wusste. So, so eine Art Preis, der bei 80 Euro losgeht, ja. Mhm. Der dann vielleicht bis 120, 130 Euro hochgeht. Mhm. Und wenn sowas hergestellt wird, ist ja doch nicht, das machst du ja nicht mal eben selber. Das hat also schon jemand den Auftrag gegeben. Wahrscheinlich für ein Geschäft oder für eine Ausstellung. Und somit wird es davon sehr wenige geben. Und ich denke mal, so Superman-Verrückte, die alles sammeln dafür, die werden auch Vermögen dafür geben. Ja, auf jeden Fall. Für wie viel würdest du das weggeben? Ja, was kostet eine Wickelkommode? Eine Wickelkommode? Da kommt drauf an. Es gibt so einen schwedischen Möbelhersteller, da kriegst du die ab 60 Euro. Nee, ich hatte mal gesagt, so unter 100 Euro würde ich es eigentlich nicht hergeben wollen. Ne? Aber alles, was dann drüber ist, da kann man einfach drüber sprechen. Pass auf, hier habe ich sie für dich. Die Händlerkarte. Ja. Toi, toi, toi damit. Und wir sehen uns gleich, wenn du wieder rauskommst. Weil ich will wissen, was passiert ist. Wenn du mit Kartönchen runterkommst, wird das komisch. Ja. Aber ich denke mal, du könntest ohne runterkommen. Geil. Ich lasse noch mal fahren. Komm. Ja. Hey, komm her. Jetzt ist ruhig. Er hat keine Superkräfte mehr. Ohne Superkräfte wird Gerald nun den Händlern gegenübertreten. Ob das ausreicht, um einen guten Preis zu erzielen? Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Spielzeug, ich sehe es schon. Links zum Herrn. Wo darf ich es präsentieren? Bitte schön. Ah, Superman. Also dazu eine Geschichte? Ja, ich habe es gefunden auf einer großen Oldtimer-Messe. Warst du Superman-Fan als Kind? Nein. Super gut, ist alles original. Ja, ist so die 50er Jahre, circa 1950 bis 1960. Das ist sehr schön. Die Firma weiß ich leider jetzt nicht. Weiß nicht, ob das irgendwo drum steht. Also ich warte auf ein Angebot von euch. Ich habe eine Zahl im Kopf und ja, da würde ich einfach mal gerne hören, was so eure Vorstellungen sind. Wollt ihr es auch mal sehen? Ja. Waldi ist schon ganz angetan. Fiebrig. Klingt es? Ja. Allgemein schätzen wir es. So. Allgemein. Also ich fange mal an. Also ich würde sagen, weil der Originalkarton dabei ist, 120 Euro. Mhm. 6 Tage pro Woche begibt sich Walter Lennertz in seinem Revier in der Eifel auf die Jagd. Immer mit dabei Hund Jackie. Auf Dachböden, in Scheunen oder bei Haushaltsauflösungen kauft Baldi seine Ware günstig ein. Am Handeln macht mir am meisten Spaß die Jagd.
Seine Beute schafft Antiquitäten- und Trödelhändler Walter dann in seinen Laden in der Kleinstadt Mechernich. Auf über 1000 Quadratmeter gibt es wirklich alles und zu jedem Preis. Wenn ich was haben will, dann wird's eng. Also da lasse ich auch nicht locker. Das ist halt ausgefallen und auf sowas stehe ich. Total ausgefallene Sachen. Ist einfach nur ausgefallen. Da bezahle ich auch schon mal mehr, wie ich eigentlich will. Aber wenn ich was haben will, das kriege ich in der Regel auch. In der Regel findest du hier alles. Es wird alles gesammelt. Man muss es nur haben. Und wenn ich was nicht habe, besorge ich es. Das ist das. Was bin ich für ein Typ? Ausgeflippt. Lustig. Kann aber auch böse werden. 120 Euro. Das ist schon mal eine nette Zahl, ja. Mit Schmerzen sage ich das, aber... Du hast Schmerzen? Ja, das sind 120 Euro. Ich lege einen 20er drauf, ohne Schmerzen. Also ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ca. 200 Euro ist das wert. Würdest du es dafür nehmen? Ist wert, habe ich gesagt. Hm. Nicht, dass ich es nehme, aber das ist wert. 150. 170. Also, die Zahl ist mir sympathischer. Ich weiß es. Weil ich die Sachen kenne, verstehen Sie? Mhm. Ja. Sie wissen es zu schätzen, ich mag das so. Das haben Sie wie 100 gekriegt. Ja, ja. Also, 200 ist letzter Preis. Sechs es? 220. Oh, 230. Verkaufen Sie es überhaupt? 230. Sie sind raus? Mein Freund Lars ist. Ich danke dir. Also, ich hätte. Es tut mir weh, aber. Ja, okay. Ja, alles klar. Es ist ein gutes Teil. Ja. Ich wollte jetzt nur 250 sagen, aber ich habe nichts genommen. Es kostet noch mehr. Ungefähr bleiben. Liegt aber eben. Das muss ja im Rahmen bleiben. Das muss im Rahmen bleiben. 230. Also, dann bedanke ich mich. Ja, ich danke auch. Das reicht ja für einen schönen Wickeltisch, auf jeden Fall. Ihr Geld, den du auch bei mir kaufen kannst. Ja. Also, aus den 50ern, oder? 50er, du kannst den aus den 20er Jahren haben. Kommst du bei mir? Kommen wir mal gucken. Fangen wir auch mal an zu handeln. Gerne, auf jeden Fall, ja. Okay, super. Also, vielen Dank. Danke ja. Fürs Kommen. War sehr vielen schön. Dank. Dann wünsche ich viel Spaß damit. Okay, vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen.